Also ich weiß nicht, wie dir das ging, aber mir hat das Konzept vom wilden Kochen eigentlich ganz gut gefallen. Also wenn man etwas macht und gar nicht weiß, was so dabei rauskommt. Heute habe ich einen Haufen alter Seifen bei mir im Bad gefunden. Also ich kann das mal zeigen. Da kam wirklich einiges zusammen, was ich hier an Seifen habe. Und da habe ich mir durch den Gedanken gemacht, weil so eine kleine Seife, die rutscht dann immer aus der Hand und irgendwie ja, kannst du mit solchen Brocken halt kaum noch was anfangen. Und da habe ich gedacht, Mensch, Seife schmilzt doch bestimmt. Und wenn man das dann wieder zusammenfügt, also summa summarum, ich habe viele kleine Seifen und versuche daraus eine große zu machen. Und ich habe den Impuls widerstanden, indem ich einfach irgendwie mal nachgeguckt habe, ob man da was machen kann, sondern ich mache das einfach. Ich nehme hier eine alte Pfanne, die ist an die Haft beschichtet. Ich hoffe, das ist ganz gut, damit die Seifen nicht anbrennen. Und versuche jetzt gemeinsam mit dir aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kleinen Seifen eine große zu machen. Ich bin total gespannt. Ja, da würde ich sagen, legen wir einfach mal los auf kleinster Stufe. Und wir beobachten das gemeinsam. Nur mal ganz kurz, mal sehen, was dabei rauskommt. So. So. Also ich stelle mal hier. Okay. Das ist keine antihaft beschichtete Pfanne. Gut, dann die hatte ich nämlich noch im Auto gefunden. Deswegen nehmen wir da einfach einen Gaskocher. So. Ist gut, wenn man sowas immer zur Hand hat. Ist aber was drin, ja. Achso, ist noch gar nicht. So. Okay. Läuft. So. Dann würde ich sagen, erstmal so die kleinen. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie viel Grad das sind. Und. Oder stülle die mal nacheinander lieber rein. Und dann bräuchte ich noch was zum Umrühren. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, ob ich vielleicht ein bisschen Wasser dazu tun sollte und das dann austrocknen oder so. Also richtig schmelzen. Wie ich mir das so vorgestellt habe, tut das nicht. Ups. Obwohl, die hier drüben schon. Aber riechen tut es ganz angenehm. Aber schmelzen tut es halt nicht. Doch, die schmilzt hier. Die Laschseife, die schmilzt ganz gut. Die anderen aber jetzt nicht so. Wie ich mir das wünschen würde. Im Gegenteil, die brennt sogar an. Okay, das sieht erstmal nicht so gut aus. Ich würde sagen, machen wir einfach ein bisschen Wasser drauf. Ich als offizieller Seifenmaster kenne mich natürlich da aus. So, da sieht das auch schon viel cremiger aus. Na? Das sieht so aus, als würde das tatsächlich funktionieren. Also die Wohnung, die riecht schon ziemlich nach Seife. Das kann ich mal von so... Ach, hier ist das Ding, wo ich hingucken muss. Die Wohnung riecht schon ziemlich nach Seife. Oh, ist ganz schön verqualmt, sehe ich gerade. Also die Seifen tun ganz schön Qualm absondern. Interessant. So, unser Seifensüppchen. Okay, also ich denke mal, ich schalte jetzt mal aus. Die Konsistenz seht ihr ja jetzt hier. Und dann würde ich abwarten, bis das so abgekühlt ist ein bisschen. So, ist immer noch ein bisschen heiß, aber ich versuche das jetzt mal hier von der Pfanne, die ja selber noch ein bisschen heiß ist, zu lösen. Experiment gelungen. Ich habe eine neue Seife. Ich verdiene jetzt vielleicht nicht einen Schönheitspreis, aber...
Es ist eine neue Seife. Und damit haben wir die alten Seifen gerettet. Experiment gelungen, ich fasse es nicht. Ja, und dann werde ich natürlich jetzt die ganzen Seifen zu einer großen Seife machen. Also, ja, können wir eigentlich gleich weitermachen. Die erste Seife ist gelungen, jetzt mache ich noch alle anderen. Ja, ich habe eine neue Idee. Ich zeige euch das mal. Wir schneiden die Seife schon ein bisschen kleiner und tun sie dann ins Wasser. Das ist es doch. Mensch, Step by Step zum Seifenprofi hier. So machen wir das. Das ist wie bei der geschmolzenen Schokolade. Die muss man ja auch immer so ein bisschen klein schneiden. Und dann machen wir das jetzt genau dasselbe mit der Seife. Aus alt macht neu. Episch. So, die andere Seife, die ist schon so, dass man sie gut kneten kann. Innen kommt noch ein bisschen Flüssigkeit raus. Aber ich werde die auch mal so lassen und nicht dazu machen, weil die wird wahrscheinlich schon sehr groß. Vielleicht mache ich da auch mehrere Seifen draus. Aber als mein Prototyp kann ich sagen, gelungen. Die Frage ist nur, ob die an sich genug kleben bleibt, wenn man, weil jetzt bröseln die so ein bisschen, ob die an sich genug kleben bleibt, wenn man die dann, wenn man sich damit wäscht. Aber das sind Erfahrungsberichte, das werde ich euch natürlich hier als treue Abonnenten dieses professionellen Seifenherstellungskanals dann natürlich auch immer wieder auf dem Laufenden halten. So, aber wir sind noch nicht mit der großen Seife durch. Die ja wahrscheinlich viel besser wird, weil wir das klüger gemacht haben. Ah, und dann, das ist wie so ein Fladen und dann kippt man den immer so, dreht den um und kippt so ein bisschen was in die Mitte. Das ist das professionelle Seifen-Do-It-Yourself-Video hier. Oh, ich sehe schon, das wird die ganze Geschichte der Seifenindustrie revolutionieren. Ja, ist auch ziemlich geil. Ich glaube, die meisten schmeißen die Seife einfach weg, wenn sie so klein ist. Hm? Oh ja, oh ja. Das sieht sehr gut aus. So, gut. Dann sind wir auch schon wieder fast durch mit der Seife. Hm, sie bekommt eine angenehme Bräune, schöne Röstaromen. Fürs Kochen wäre es ganz gut, fürs Seifen wahrscheinlich nicht so, deswegen... Ja, aber es fängt gerade an und da sind wir noch guter Dinge. Ich werde es auch ausschalten wieder. Wir haben ja die Erfahrung gemacht. Wenn da so ein Kloß geworden ist, dann kann man dann ja, einfach das langsam abkühlen lassen. Und haben wir dann zwei große Seifenstücke. Und die machen natürlich optisch viel mehr her als diese einfarbig komischen Seifen. Jeder wird fragen, wow, was ist denn das für eine Seife? Und dann kann ich sagen, handmade. Und das Geile ist, du hast ja total viele Aromen dann in der Seife. Das ist ja nicht bloß 2, 3, sondern das ist ja total viel. Ja. Eigene Seifen. Gut. Ich würde mal sagen, tatsächlich Experiment geglückt. Also wir haben ja zumindest diese eine Seife, die übrigens jetzt schon ganz schön fest geworden ist. Und die anderen werden besser sein, weil man die, wenn man die vorher schneidet, ist natürlich die Teilchen kleiner und dann verbindet sich das besser zu einer homogenen Masse. War klar, habe ich nicht dran gedacht. Aber ja, nun habe ich es geschafft, aus meinen 14 Seifen 3 neue Seifen herzustellen. Und ich bin durchaus glücklich. Also Experiment geglückt. Muss man tatsächlich sagen, freut mich. Es ist möglich, aus vielen kleinen Seifen eine große zu machen. Das hier mein Prototyp. Der war noch nicht ganz so cool, weil die Stücke noch teilweise relativ groß sind. Das erkennt man ja hier von den alten Seifen. Bei den neuen Seifen ist es aber so, die sind jetzt auch noch nicht komplett fertig. Aber man merkt schon, dass das eine homogenere Masse ist. Und ja, der Vorteil natürlich, dass jetzt viel mehr Aromen in der Seife. Das heißt, ja, es riecht einfach so immer total schön. Und du hast die alten Seifen verwertet oder dass du sie weggeschmissen hast. Die Hände sind zwar auch eingesaut, aber es sind nur Seife. Das heißt, ich wasche mir jetzt die Hände mit Seife und dann sind die Hände auch wieder sauber. Und alles in alles, ja, eine tolle Angelegenheit, eine tolle Idee, eine tolle Inspiration vielleicht für dich. Und ja, sag mal, was du davon hältst. Gibt es sinnvollere Möglichkeiten oder wie handhabst du das? Ich bin gespannt. Nur mal einen kleinen Nachtrag. Also ich habe die Seifen jetzt seit ungefähr 2 Wochen im Einsatz
und funktioniert wunderbar, sinnfest. Der erste Prototyp war nicht so gut, aber der zweite Typ, einwandfrei. Die Salbe ist fest, die hat die verschiedenen Aromen und ja, also gibt es nichts zu meckern. Am Anfang dachte ich so im Video, ja, das wird ein Fehl, aber nee, tatsächlich mache ich das jetzt immer so. Ich habe extra diese eine Pfanne, jetzt, die habe ich ja noch im Auto gefunden, die nehme ich nur für die Seifenherstellung, das war eh so eine alte Pfanne und ja, da tue ich jetzt immer, wenn die Seifen so klein werden, unhandlich, einfach sammeln in der Pfanne direkt und mache dann einmal eine große neue Seife draus. Ich finde es geil. Und natürlich, irgendwann die große Seife wird auch klein und da wird das auch wieder ein Stück der neuen großen Seife. Und so wird nie die Seife weggeschmissen und lässt sich trotzdem immer gut handhaben. Ich freue mich.